du denn die ganze Zeit vorm Spiegel? Hallo Elsa, ich habe ein Date mit Christoph. Ah, das ist einfach super. Und wo wollt ihr hingehen? Was wirst du anziehen? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts zum Anziehen. Ich glaube, dir könnte etwas Rotes stehen. Nein, ich mag Rot nicht. Vielleicht etwas Grünes. Nein, ich sag dir, Rot wird dir besser stehen. Ich will aber nichts Rotes anziehen. Hallo meine lieben Freunde, ich bin's, die Irene. Oh, Elsa, Anna, was habt ihr denn hier vor? Anna geht heute zu einem Date und sie hat nichts zum Anziehen. Elsa meint, ich soll Rot tragen, aber ich will was Grünes. Ich weiß, was euch helfen wird, diese Entscheidung zu fällen. Kommt mal mit. Hier können wir ein Kleid aus Knete machen. So, jetzt müssen wir uns eine Farbe aussuchen. Da muss man nicht lange überlegen. Rot! Ich sag dir grün! Rot, grün! Rot, grün! Rot, grün! Stopp, stopp, stopp! Hört auf, euch zu streiten. Wir brauchen ein bisschen Magie. Wir haben hier ein Farbglücksrad. Das wird entscheiden, welche Farbe wir uns aussuchen. Oh, das ist eine gute Idee. Hopp, 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 hopp. Bloß nicht rot, bloß nicht rot. Was? Das war voll knapp. Voila, es ist lila. Ich bin mir sicher, dass lila wird deinen roten Haaren sehr gut stehen. Ja, die Farbe passt gut. Jetzt nehmen wir mal die Knete raus. Jetzt brauchen wir ein Nudelholz. Ich brauche mal kurz einen Zentimeter. Dein Rock muss 12 cm lang sein. So. Aha, reicht noch nicht ganz aus. Also müssen wir das noch ein bisschen ausrollen. Und passt. Yeah! Jetzt nehmen wir uns ein Messer. Und wir benutzen das Stück nicht vertikal, sondern horizontal. Wow! Warte, Anna, lass mich mal anprobieren. Wir brauchen hier noch eine Verlängerung. Lass uns herausfinden, welche Farbe wir für die Verlängerung nehmen. Lass sie uns hellblau machen. Wieder ausrollen. Wir nehmen uns diese Zickzack-Schere hier. Und noch einmal drüber bügeln. Daraus machen wir dir jetzt den Rock. Und gleich finden wir heraus, welche Farbe mein Oberteil haben soll. Na, sieh mal einer an. Schon wieder hellblau. Anna, leg dich mal hin. So. Das ist voll das seltsame Gefühl. Danke, du kannst wieder aufstehen. So. Dann lass uns versuchen, beides anzuziehen. Na, Anna, gefällt's dir? Oh ja, das sieht ganz schön gut aus. Anna, du siehst wunderbar aus. Aber ich glaube, hier fehlt noch was. Das ist diese Farbe hier. Sag mal, Elsa, was willst du denn aus dieser Farbe noch machen? Na, so eine Art Umhang. Ah, du hast recht. Wir machen jetzt zwei Würstchen und die verflechten wir miteinander.
Hier, nimm das hier. Oh wow, das sieht so ungewöhnlich aus, aber es gefällt mir. Ich glaube, so sehe ich wie eine echte Prinzessin aus. Ja, du bist auch eine echte Prinzessin. Na, hat dir Annas Kostüm gefallen? Du kannst für deine Puppen auch Kleider aus Knete machen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben, folg diesem Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!